Hallo Leute, in diesem Video will ich euch heute mal zeigen, wie ich mir diesen Obstkorb-Tischchen gebaut habe. Das Ganze ist quasi aus Ahorn und der Boden besteht quasi aus Obsthölzern. Da es ja ein Obstkorb ist, quasi aus Apfel und Kirsche. Viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich mir das Material soweit zusammengelegt. Das ist jetzt hier im Endeffekt einmal der Rahmen von diesem Obstkorb. Das wird jetzt quasi hier ein Stückchen Ahorn und dieses Ahorn versuche ich dann in der Mitte aufzutrennen, so dass ich dann jeweils Leisten in einer Stärke von ca. 15 mm habe. Und das wird dann quasi der Rahmen. Und als Auflage will ich dann hier zwei verschiedene Hölzer verwenden. Das ist jetzt einmal Kirsche und einmal Apfel. Und die werde ich dann auch mit der Bandsäge auftrennen, dass ich da so circa Reifen von 10 mm Stärke habe. Jetzt habe ich mir soweit die Ahornleiste am abrichtigen Hobel soweit eine Fläche und einen 90 Grad Winkel dazu angehobelt. Und das ist jetzt im Endeffekt dafür, dass ich dann quasi diese Leiste rechtwinklig und parallel zu diesem Parallelanschlag auftrennen kann. Und damit es einigermaßen funktioniert, habe ich jetzt hier wieder mit einem Stahllineal das kontrolliert, ob das Sägeband parallel zum Parallelanschlag steht und ob das Sägeband im rechten Winkel zum Tisch steht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das soweit funktioniert. So, das hat jetzt recht gut geklappt. Das Sägeband ist wirklich nicht abgedriftet nach links und rechts. Ich kann es mal in die Kamera zeigen. Der einzige Nachteil, den man halt dabei hat, wenn man relativ grobes und breites Sägeband verwendet, dass man dann halt auch Riefen drin hat jetzt vom Sägen, die jetzt in dem Fall aber relativ gleichmäßig sind. Also da sieht man jetzt immer wieder im gleichen Abstand diese Rillen, aber dafür hat man halt einen schnelleren Sägefortschritt, dass ich noch mit dem dicken Hobel dann entfernen muss. So, jetzt habe ich noch mal kurz die einzelnen Holzleisten gehobelt mit dem Handhobel. Das waren ja jetzt immer wieder abwechselnd einmal ein Brettchen mit Apfel und dann wieder einmal mit Kirsche. Und diese zwei verschiedenen Holzarten immer abwechselnd habe ich jetzt so mir nummeriert, wie ich das von der Maserung her haben will. Jetzt muss ich diese ganzen Holzleisten nur noch einmal auf Länge schneiden. So, jetzt habe ich mir die Einzelteile soweit auf Maß geschnitten von diesem Ahornbrett und diese längeren Seiten werden quasi die Seitenteile rechts und links und diese Teile werden dann quasi die Querstreben. Und als nächstes will ich jetzt an den Füßen einen Winkel anschneiden. Das kann ich hier nochmal kurz zeigen. Das ist quasi die Seitenansicht und da will ich quasi an diesen Beinen jeweils oben und unten einen Winkel von 11 Grad ansägen. Dafür habe ich jetzt diese vier Holzstücke so markiert, was Außenseite ist, was oben und unten ist. Und dann nochmal grob angezeichnet, welche Ecke ich absägen muss, damit ich da keinen Fehler mache. Und dann werde ich mir wieder ein Holz auf die Seite klemmen, damit ich überall einen Anschlag habe, dass ich
überall gleich lange Beine habe mit diesem Winkel von 11 Grad. So, jetzt bin ich wieder ein Stückchen weitergekommen. Jetzt habe ich mir nochmal die ganzen Ahornleisten auf Länge geschnitten. Und jetzt habe ich das schon mal so hingelegt, wie ich das ungefähr bauen will. Vorne sieht man jetzt den Boden aus den jeweils abwechselnden Holzleisten, Kirsche und Apfel. Und dahinter ist quasi das Gestell aus Ahorn. Und das ist jetzt so, dass ich quasi seitlich die Beine habe. In einem Winkel sind die ausgestellt von 11 Grad. Und damit ich diese beiden Seitenteile verbinden kann, habe ich hier so Querleisten. Und da will ich quasi einen Zapfen absetzen. Und der kommt dann quasi in die Beine. Und die Position ist dann ungefähr so. Aber diesen Zapfen setze ich quasi nur in der Breite ab, aber nicht in der Dicke vom Holz, da mir das dann doch zu aufwendig ist. Und zu diesen Beinen, die befestige ich durch eine Überplattung. Da kommt dann quasi hier das Material weg und vom Bein das Material und wird dann von außen die Überplattung quasi verleimt. Und wenn ich das dann verleimt habe, dann werde ich diesen Keil noch mit dem Hobel nochmal bündig hobeln, sodass ich quasi eine ebene Fläche habe. Und diesen Boden, das sind ja ungefähr 11 mm, was diese Holzleisten haben. Da habe ich dann an den Längsseiten mir eine Nut angezeichnet mit 12 mm. Und so haben dann diese Holzleisten genügend Spiel, sodass ich von der Hinterseite, auf der Vorderseite endet die Nut ungefähr 2 cm vor der Vorderkante. Und dann kann ich quasi von hinten diese ganzen Holzleisten einschieben, jeweils im Wechsel einmal Kirsche und einmal Apfel. So, jetzt habe ich den Frästisch aufgebaut. Das habe ich mir jetzt nochmal anders überlegt von der Reihenfolge. Jetzt bin ich aber drauf gekommen, da ich ja eh in die Seitenteile die Nuten einlassen will für die Böden. Da will ich ja die einzelnen Holzleisten hier eine Führung haben für die Seitenteile. Und da muss ich eh den Fräser verwenden. Und dann habe ich mich jetzt dafür entschlossen, die Nut einzufräsen und ebenso die Überplattung mit der Tischfräse dann zu machen. So habe ich dann mehrere Arbeitsschritte mit der Fräse und es geht dann schneller. So, und somit habe ich jetzt hier schon mal eine dieser Führungsnuten und die endet dann genau da, wo ich es eigentlich haben will, anhand dieses Stopplockes. So, und somit habe ich jetzt hier zwei identische Nuten, die auf der Hinterseite quasi begrenzt sind. Und dann kann ich quasi von der Hinterseite die Holzleisten kann ich dann quasi diese Holzleisten hier positionieren und dann am Ende, am Anfang der Nut, dann quasi das Ganze mit einer kleinen Schraube fixieren, damit diese Holzleisten, die als Boden dienen, nicht nach hinten wegrutschen. So, jetzt habe ich eine Menge Späne produziert. Ich habe jetzt in alle Teile quasi drei Arbeitsgänge gehabt, drei Fräsgänge gehabt, das sieht man jetzt hier. Und diese Leisten sind noch relativ einfach zu fräsen. Da nimmt man sich ein rechtwinkliges Brett dahinter als Führung und dann kann man das an dem Anschlag entlang fräsen. Wenn man jetzt solche Teile hat, die an der Kante vorne keinen rechten Winkel haben, sondern in dem Fall wären das jetzt die 11 Grad, die ich da angesägt habe, dann braucht man nochmal ein Brett, das man dann ebenfalls
Das sieht man jetzt hier, dass das hier jetzt ebenfalls diese 11 Grad hat. Und dann kann man quasi, je nachdem, welche Seite man braucht, dieses Zulagenbrett nach die Vorderseite oder die Rückseite verwenden, damit es wieder eine ebene Anlagefläche gibt, damit es nicht verwackelt. Als nächstes will ich jetzt dann die ganzen Stege, die ich jetzt hier noch habe, mit dem Stecheisen noch entfernen. Bin ich soweit fertig mit den Seitenteilen. Das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Das schaut dann so aus. Muss ich dann nur noch die Kanten alle eine Faser anhobeln und später die Außenkanten auch nochmal bündig hobeln. Was als nächstes jetzt ansteht, ist die Quertraversen zu sägen. Diese Quertraversen bekommen dann seitlich an den Außenkanten den Zapfen und in die Beine kommt dann dementsprechend das Zapfenloch. Und jetzt werde ich erstmal die Zapfen sägen mit der Japansäge. So, jetzt habe ich soweit beide Quertraversen die Zapfen angesägt. Was ich jetzt im nächsten Schritt machen will, ist in diese vier Beine mit dem Pfostenbohrer jeweils Löcher bohren, damit ich da schneller mit dem Ausstemmen bin. Und dafür habe ich mir jetzt einen 12er Pfostenbohrer hier eingespannt und die Materialstärke wären jetzt 13 mm. Das heißt, da muss ich außenrum den Rest noch etwas wegstemmen. So, das wäre jetzt schon mal ein Bein und da habe ich jetzt jeweils drei Bohrungen gesetzt mit 12 mm. Das muss ich jetzt dann später mit dem Stemmeisen noch ausarbeiten. So, nachdem ich jetzt die ganzen Einzelteile nochmal mit dem Schleifer bearbeitet habe, habe ich die alle nochmal gereinigt mit dem Staubsauger. Und jetzt wäre ich eigentlich fast schon so weit, dass ich die ganzen Einzelteile verleimen kann. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt in diese Quertraversen nochmal jeweils zwei Löcher reingebohrt und das Ganze geschlitzt, da ich durch diesen Zapfen jeweils nochmal zwei solche Keile als Befestigung reinmachen will. Und da könnte ich jetzt eigentlich schon anfangen, das Ganze dann zu verleimen. Okay, jetzt habe ich die Beine soweit verleimt. Das sind jetzt hier im Endeffekt diese beiden Teile. Das sieht man jetzt die Innenseiten, das ist jeweils die Nut und das wäre jetzt die Außenseite. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt hier diesen Einhandhobel genommen und habe nochmal die Verbindung außen die Seiten beigehobelt. Und im nächsten Schritt müsste ich jetzt die Quertraversen
quasi verleimen. So, jetzt bin ich so gut wie fertig mit diesem Obstkorb und ich muss sagen, der ist echt schön geworden. Jetzt kann ich das nochmal im Detail zeigen, das Ganze. Da sieht man jetzt jeweils die abwechselnden Holzsorten. Einmal Kirsche, dann wieder Apfel und dann wieder Kirsche im Wechsel. Und hier sieht man jetzt nochmal die Zapfen, die durchgestemmten. Und da habe ich ja dann diese Holzstückchen aus Apeli eingeschlagen und dann bündig verschliffen. Und so sieht man jetzt quasi die Beine, die in dem Winkel von 11 Grad gehalten sind. Was ich jetzt noch abschließend machen muss, ist quasi das Ganze behandeln. Und das will ich eigentlich relativ natürlich behandeln. Und da habe ich so eine Holzbutter und mit der werde ich das jetzt versiegeln. So, jetzt bin ich soweit fertig mit dem Versiegeln von dem Obstkorb und ich muss sagen, das kommt echt schön zur Geltung, dieses Ahorn mit den zwei verschiedenen Streifen aus Kirsche und Apfel. Das ist jetzt so, ich habe es jetzt quasi auf den Kopf gedreht und beim Versiegeln ist mir aufgefallen, dass wenn man es jetzt so hindreht, dass es eigentlich viel besser ist, da wenn man da jetzt Äpfel drauflegt, dann rollen die nicht einfach weg und das heißt, das kann man so auch verwenden. Aber ursprünglich war es ja eigentlich gedacht, dass ich das Ganze so rum verwende. Da ist es aber so, dass mir dann quasi hier seitlich die Begrenzungen fehlen. So wäre es ein kleines Tischchen oder so. Aber wenn man es umdreht, hat man jetzt quasi hier den Obstkorb. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant, aber auch nicht schlecht. Von dem her kann man sich das dann aussuchen, ist im Endeffekt universal, so als Obstkorb und so hat man ein kleines Tischchen. Und somit wäre ich jetzt eigentlich fertig mit dem Obstkorb-Tischchen.